So, willkommen zurück mit einer kleinen Folge Bisa-Fan-Differ. Nein, Spaß, aber der hat mich mal wieder inspiriert, denn er hat gestern sein lustiges Shinux entwickelt. Das hatte ich natürlich heute auch vor. Aber nicht nur irgendeins, sondern ich möchte meinen Shiny Shinux entwickeln, weil mir die zwei Pokédex-Einträge von dem Teil noch fehlen. Bevor ich dann also ein normales nehme, nehme ich gleich das Shiny. Da ist das nochmal eine Stufe genialer, das Ganze. Und der Kollege Zahnfeld war auch noch gerade mit am Start. Der versteckt sich jetzt da hinten, hinter der Kamera. Und wir haben natürlich jetzt noch ein paar Shinux getauscht. Beziehungsweise genau eins. Und das allererste ist jetzt auch Lucky geworden. Das blende ich hier natürlich auch mal ein. Und das ist eine coole Folge, die Shinux Edition. Einmal Lucky Shinux und wir entwickeln noch das Shiny Shinux. Hier seht ihr es nochmal als Buddy. Gehe ich jetzt mal drauf. Wir wenden mal den Trick an und entwickeln es aus dem Buddy-Menü heraus. Da hat es nämlich dann besonders gute IV. Nee, hat es nicht. Spaß. Aber mal schauen, wie es dann aussieht. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, noch nicht mit den neuen Sachen beschäftigt. Ja, es ist gelb und hat eine schwarze Hose an. Letzte Zeit sind viele Sachen ja trotzdem so gelb, gold, braun gebacken. Jetzt hat es nicht nur eine Hose an, eine kurze Hose, jetzt hat es so ein ganzes, jetzt hat's auch nur Kapuze, hat es jetzt auch noch auf. Luxio! Und da freut sich natürlich. Sieht schon lustig aus, ja. Jetzt hat es Hose und Kapuze, aber wir geben nochmal 100 Bonbons aus und gönnen uns die dritte Stufe. Weiß ich jetzt leider den Namen nicht. Luxtra? Was ist denn Luxaria? Gibt's nicht, gut. Ist wieder was anderes. Ja, und jetzt sieht es plötzlich aus wie ein Affe, hat auf jeden Fall komische große Ohren und das Gesicht immer kleiner. Standpauke, Knirscher, zwei Unlichtattacken. Das Teil ist vom Typ Elektro, das sieht mit dem Gelb-Goldenen natürlich noch krasser als Elektro-Pokémon aus. Ja, habt ihr auch schon ein Luxtra entwickelt? Habt ihr auch schon ein Shinux als Shiny? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt haben wir immer noch 43 Bonbons übrig und falls wir noch einen 100er bekommen, irgendwann aus dem Raid, werden wir das natürlich auch entwickeln und mal hochziehen. Aber das war's für diese Folge, kleine kurze Folge für nebenbei. Lasst es euch schmecken, peace out, vorhaut, euer Ramses.